wie heißt das? Schloss Charlottenburg. Da ist nämlich ein Fest. Genau, wir gehen jetzt zum Schloss Charlottenburg, in die Orangerie. Da ist ein Fest, da wurden wir eingeladen von der Kita. Kann ich die Kamera auf deinem Kopf abstellen? Aber zwar geht dann und geht kaputt. Ich bin überflüssig. Mathilda Schieb, Magnus wickelt Martha, Feiner der Martha gewickelt, total super. Ein Apfel. Ja, das ist eine Naschkatze. Mit Mathilda zusammen hat er gewickelt, aber der Klebestreifen von der Windel unten. Wir sind jetzt gleich da beim Schloss. Da ist es. Und wir freuen uns schon. Wir fragen uns, was man da wohl machen kann. Ob man da tanzen kann oder basteln. Mal sehen. Das ist ein Anstieg. So, die erste Aufgabe, die Kinder malen Gesichter. Martha ist leider auch schon wach. Mal gucken, wie lange wir überhaupt bleiben können. Dann ist das hier auf den Decken. Habt ihr gut gemacht? Obwohl es echt super voll und wuselig ist, scheint es Martha gut zu gefallen. Die lacht die ganze Zeit, macht Spaß. Toll, wir haben uns gerade noch so ein Kinderkonzert angehört und jetzt holen sich die Kinder einen Ballon. Chili, was macht ihr? Hallo, kriegen dann einen Luftballon. Ja, ziemlich witzig war auch, dass wir noch Freunde getroffen haben. Natürlich ganz viele Leute aus der Kita. Auch wenn wir die noch gar nicht so gut kennen, aber trotzdem nett, einige Leute gesehen zu haben. Jetzt gehen wir nach Hause. Julius hat irgendwie Essen bestellt, zusammen mit Marc. Die haben ja heute unser Büro umgebaut. Ja, mal gucken, was sie bestellt haben. Eine Sache wollte ich davor schon sagen. Die beiden waren total lieb. Wirklich, sie sind nicht weggelaufen. Die haben aufeinander aufgepasst. Die hatten Freude, die haben nicht gemault, die haben gelächelt, die haben gewartet, die waren geduldig, die waren freundlich. Haben ganz lieb an der Schlange eben gewartet für den Luftballon. Jetzt spielen sie hier und freuen sich über den Ballon. Andere Kinder schreien sich an oder schmeißen ihn weg. Ich bin ganz stolz und ganz gerührt, dass die Kinder heute so süß sind. Ach ja, wir waren gerade noch zu so einem kleinen Kinderkonzert, auch dort in der Orangerie. Da haben sie total viel Freude gehabt, haben mitgesungen und geklatscht und zugehört. Und sie beide sich angefasst, sind ganz mutig nach vorne gegangen. Haben immer geguckt, ob sie mich noch sehen. Es hat gut geklappt. Papa hat Essen bestellt. Weiß ich denn? Weiß nicht was. Müssen wir nach Hause gucken. Pizza! Ich weiß nicht was.